So, Leute, bevor wir aber hier sehen, was der Typ hier gemacht hat, läuft einfach vor, stirbt und lässt die Granate fallen. Sehr geil, Leute. Begrüße euch zu einem weiteren Mal der Let's Play Advent Rising. Beim letzten Mal ist das Spiel abgestürzt, kurz bevor diese Cutscene kam. Deswegen sind wir jetzt hier wieder hier. Entschuldigung für den abrupten Abbruch, aber was wollen wir tun? Ja, Leute, wir sind immer noch auf dem Siegerraumschiff. So wie es aussieht, bald immer, wenn die hier ihr eigenes Schiff in die Luft sprengen. Wir kämpfen hier mit unseren coolen neuen Fähigkeiten uns durch. Und haben jetzt Unnium gefunden, was ganz cool ist, aber... Ich glaube, Unnium hat selber ein kleines Problem. Da will ich definitiv nicht hin. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Hier ist keine Tür. Oh mein Gott! Weg da! Nein, 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 ich will nicht rausgezogen werden. Ich will nicht, ja, du kannst rausgezogen werden. Nein! Es war eine ganz leichte Bruchlandung, okay? Lief nicht ganz gut, so. Okay, schnell. Oh, Leute. Und das Schiff steht kurz davor, hier auf dem Heimatplaneten, den Menschen abzustürzen, also dem ehemaligen. So, weg da. So. Oh mein Gott. Haben wir eigentlich Waffen oder so? Nee, haben wir nicht. Gut. Der Boden, der sah gerade irgendwie merkwürdig verformt aus. So, danke Tür, dass du dich öffnest. Auch wenn das hier echt eine geile Szene war, ich kann gerade nur denken, diese Haarphysik, Leute, die hier drinnen ist. Diese Haarphysik, unglaublich. Oh, wir haben gar keine Wo sind unsere geilen Raketenwerfer, Mann? Nervig. Also, ey, Leute, tut mir leid. Diese Haarphysik, ey, Leute, wunderbar. Er hat einfach die coolste Locke seit Elvis, würde ich mal sagen. So, Leute, hier, das Schiff ist hier ganz abgestürzt. Was gar nicht mal so schlecht ist. Aber natürlich hocken Olivia und die anderen sind hier immer noch drin. Ich würde sagen, die retten wir. Warum sind sie ja nicht mit uns gekommen im letzten Part? Die sind einfach stehen und wir haben gesagt, nee, wir gehen nicht mit Gideon. Dann würdet ihr... Naja, okay, könnt ihr euch hier zu einem Silver Surfer transformieren? Ich glaube nicht, oder? Ja, okay, dann hätte auch meine Hilfe euch nichts gemacht. So. Achso, oh, ich hab Lift drin. So, dann muss ich kurz Search machen. B. Und dann machen wir den hier. Und das ist schon down. So, Leute, das Schiff ist eine einzige Ruine. Es geht immer weiter unter, Leute. Und wir sollten uns beeilen, bevor hier alles unter Wasser steht. Und wir uns sicher sein können, dass unsere Freunde nicht mehr nehmen. Was? War das gerade? Oh, wartet. Wie geil. Habt ihr es gesehen? Wir können jetzt unseren Sprung aufladen, wenn wir noch... Ich war gerade so im Half-Life-Modi drin. Da ist ja, wenn wir Schiff jumpen, ist ja mal stärker. Und hier ist es ja auch so. Geil.
Weg da. Haben wir Eisgeld weggeschubst. Süß. Süß, da wollen sie sich mit uns anlegen. Aber wie? Oh, ich glaube, wir müssen da sogar runter, oder? Nee, sieht man ganz aus. So, aber da machen wir den hier. Oh. What? Der geilste Jump ever. Er jumpt da oben, knallt irgendwo dagegen und fällt runter. Und ist tot instant. So macht das ein echter Held hier. So, ich weiß noch gar nicht, wo... Achso, wartet mal. Wir müssen da definitiv drauf, aber ich weiß gar nicht, wie. Wir haben keine Garten, oder? Backen wir uns da runter? Der gute alte Face-Tilt-Trick. Das ist der gleiche Trick, der immer in der Screen angewendet wird. Fällst irgendwo runter, aus 100 Millionen Meilen und dann tust du dich einfach irgendwo festhalten. Alles kein Ding. Nun können wir aber nicht aus dem Wasserfall drauf gehen und sind da gestorben. Kann ich mal kurz jemand... Ich will mit seiner Ruhe haben mit dem Typen, komm. Gib mir eine Ruhe. So, ich muss den hier totboxen. Für tödliche Dritte freischalten. Bam. So. Wollte ich mit Leuten anlegen, die das können hier. Da ist immer ein Jump'n'Run-Kick gesehen hier. Zack, boom. Oh, der hält schön viel auf, das gefällt mir. Finde ich super gut. Wisst ihr warum? Weil das heißt, dass wir wunderschön unsere Fähigkeit upgraden können. So, schauen wir mal kurz. Kräfte, wo sind wir denn da hier? So, beim Lift haben wir 45%, sind wir bald durch. Search haben wir 80%, klar, dass wir da Level 50, Level 5 erreichen werden. Nahkampf sind wir bald auf dem nächsten Level. Dann kommen wir hier, Übrigens, schaut euch mal an. Hier ist es auf Deutsch, hier ist es auf Englisch. Da ist es auf Deutsch, da ist es auf Englisch. Sehr geil. Das ist, wenn man halt Deutsch-Patch runterlädt. Ist die Hälfte hat einfach keinen Bock. So, Nahkampf, Grundlagen. Dann kommen wir hier auf Level 4, können wir tödliches treten. Und dann am letzten seismischen Hammer tödliche Tarnung. Ich weiß nicht, was tödliche Tarnung ist, aber egal. Springen haben wir eh schon höchste Stufe, okay. Wir hüpfen ja auch immer so cool. So, jetzt sind wir hier unten. Was können wir hier unten machen? Ich glaube, wir müssen da durch, oder? Scheint mir ganz so. So. Ich finde es übrigens schön, dass es immer schön viel Checkpoints in dem Spiel gibt. So. Oh, das ist ja unsere Freundin Olivia. Oh, habe ich sie jetzt getötet? Sorry. Hey, it's Gideon. Gideon. Oh, no. This is not easy, Exalted One, and I fear we are not through with such tragedies until our goal is met. But our fiery entry into Aurelia's skies did not go unnoticed, and this beach will soon be crawling with seekers. We must put aside our grief for the moment and focus on survival. Can we not give them a moment, Anorum? They have lost so much. I can only dare to imagine their pain, wise one,
but my duty is to preserve their lives. We must get off this beach and out of sight before their scouts arrive. I know I'm not the only one who suffered loss today. So we need to get away from the crash site, away and into cover. Anorim, where can we go until we figure out what to do next? The city of Arnis lies on the other side of this canyon, Exalted One. There we will find protection and brave allies. I'm sick of people dying for me. Du besitzt die Negationskraft. Damit kannst du einen Energieschild erzeugen. Darf ich den kurz, oh, ich habe schon wieder keine Waffen. Wie geil! Okay, das ist nett. Ja, Leute, unser ganze hier Versuch, hier Olivia zu retten, und dass wir uns für sie entschieden haben, statt für Ethan. Leider hat es auch im Endeffekt nichts gebracht. Leider ist sie trotzdem gestorben, Leute. Traurig, aber es ist so. Der Schild, ist eine ganz geile Fähigkeit. So, epische Musik haben wir. Eigentlich eine ganz geile Szene, Leute. Echt, was heißt ja eigentlich? Es war eine geile Szene. So, gut. Wir gucken hier, wir können immer nur ein Schild erstellen. Wartet mal. Ich muss mal kurz schauen. Mein Lieblingsding wieder. Wie ist es jetzt hier mit dem Negate eigentlich mit dem Upgraden? Weil theoretisch kann ich doch einfach 1 Million Schilde platzieren. Und dadurch tut sich das Upgraden, oder? So, warten. So, jetzt habe ich noch neues erzeugt. Jetzt sind wir bei 30. Das heißt im Endeffekt, wir müssen einfach 10 Schilder erzeugen. Dann haben wir hier, ich stelle das mal zu Charakter, damit sie nicht weiterkommen. Du kommst hier nicht vorbei, Teamkollege. So, Leute, okay, dann suchen wir mal diese Stadt, Leute. Ich hoffe, es ist eine Stadt der Aurelia. So. Immer schön Schilder machen. Wisst ihr, was geil wäre, so ein Schild, was was mit uns geht? Teammates? Ich höre Seeker. Die sind wahrscheinlich da oben und kämpfen. So, da gehen wir dann gleich hin. Ich muss noch einen Weg finden, so. Wir erzeugen hier so viele Schilder, bis wir einfach ein nächstes Level haben. So, klappt super. Was ist denn das Kleines? Kann das Ding auch schießen? Oh! Ja, es kann schießen. Kann ich eigentlich sterben mit dem Ding? Ich befürchte es. Oh, what? War von wegen, ja, geil, ja, von wegen, kann ich sterben. Für eine Sekunde dachte ich, ich würde nicht sterben, das wäre geil. Macht was! Komm schon, ihr könnt das Ding mit euren coolen Kräften irgendwie vom Himmel holen, oder? So, oh, habt ihr geil gemacht. Oh, einfach im Nahkampf macht ihr sie da down. Aber geil. Weg da! Aber ich hätte gerne so kleine Bordkanonen oder sowas. Ich wäre gedacht, ich bin doch unsterblich. Ich habe so viele Schüsse abbekommen, ich hätte schon lange down sein müssen. Hammergeil! Unbesiegbar! Obwohl, wir rauchen ganz schön. Vielleicht brennen wir auch gleich. Irgendwie gar nicht so cool. So, da ist einer. Leute, es ist wurscht, wie cool ich ausweiche. Die treffen mich einfach trotzdem. Das ist schon traurig. Aber Leute, gefällt mir, mit dem Gleiter dann zu fliegen. Wollt ihr eigentlich auch in den Gleiter einsteigen? Also, ihr könnt euch. Ihr könnt euch. Ich würde es euch erlauben. Okay, wenn ihr nicht wollt. Da nicht. Wollen sich damit mir anlegen. Hallo? Okay, er wollte nicht ansteigen. Okay, ich pushe. Oh, ich brenne. Nein, ich brenne! Lass mich in Ruhe, Mann. Ich möchte nur mein cooles Hoverschiff haben. Ich haue die ganze Zeit meine Teamkollegen weg. Ich merk's. Hätte man da weggehen! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, hier. Wollte ich nicht. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Wir sind gleich down. Weg da. Ich bin so lustig über diese Soundeffekte. Die sind einfach so bam. Hä? Der ist in der Ecke? Achso, ich dachte irgendwie, der steckt in der Wand fest oder so. Jetzt könnt ihr mal aufhören damit! Hier mal von der Seite anzuschließen, ist gar nicht cool. So, ich hätte so gerne auch eins von diesen Schiffen, ein funktionierendes von diesen Schiffen. Und ich hätte, ich muss mich am Arm kratzen, und dann kommen sie gleich von der Seite hier. Weg da. So, Rückwärtsgang. Rückwärts einpacken, war noch nie meine Stärke.
Besonders mit Hammer-Raumschiffen. Da muss ich wirklich noch üben. So. Okay. Bam! Weg mit euch. Aus der Bahn. Ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, das war wieder mein Teamkollegen. Okay, scheinbar geht's hier nicht weiter. Man kann zwei Schilder platzieren, wunderbar. Aber ich habe nicht die Energie mehr, um zwei Schilder zu platzieren. Das heißt, im Endeffekt lohnt sich's gar nicht. Lass mich mal kurz in Ruhe. Jetzt komm, lass mich doch mal. Ich kann ja nicht hochjumpen. Oh, wie blöd ist denn das, Mann? So, wartet mal. Ich kann nicht zu einem Raumschiff hochjumpen, das ist echt dumm. So. Und ich kann auch niemanden mit Lift hochheben. Achso, ich muss ja wieder anbieten. So, ganz vergessen. Wenn jetzt einer von euch in das Raumschiff steigt, dann hänge ich mir auf. Okay, warte mal. Ah! Von wegen, ich komme da nicht hoch. Ich hab sie erst gerade zu dem Kollegen so weit runtergeschubst, dass sie jetzt wieder hier hochlaufen mussten. Kann man chillen? Mal verschwinden! Nein, 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 ich hätte definitiv nicht nochmal in das Schiff einsteigen sollen. Dann wäre ich jetzt nämlich noch am Leben. Superschön. Wie kommen unsere Teamkollegen eigentlich so schnell da hoch? Ist der Bahn. So, aber immer hat mein Schiff wieder voll Leben. Ist eigentlich ganz gut. Ich wollte eigentlich nur mit dem Ding hier reinschießen, aber irgendwie haben die Raketen sind irgendwie zurückgeflogen. Ich glaube, die sind wirklich an meinem Schild abgeprallt. Hätte mal kurz weggehen, Teamkollegen, Mann. Versucht da reinzuballern. So, jetzt bin ich draußen. So, Schild. Yeah! Die Schildkraft. So, warte, ich schaue jetzt gleich mal, was wir hier für Kräfte überhaupt mit dem Schild haben. So, wir schauen noch auf die Uhr. Oh, wir sind gleich zu Ende. Place a shield on 2 shields, 3 shields unlocks fair. Less energy drain. Das ist wichtig. Also, Level 4 ist eigentlich das Wichtigste. Und Vorschild, Substant fair. Ich weiß nicht, was ein Substant fair ist und. Überhaupt was das wäre. Ich schätze mal, es könnte schon echt sein, dass sie uns dann so schützt. Das ist was ganz geil wäre, Leute. Aber ich würde sagen, bevor wir nun erstmal weitermachen hier mit Advent Rising, machen wir nun einen kleinen Cut. Wir spielen so lange hier. Ich kann eigentlich offscreen, kann ich kurz hier einfach mal 1000 Schilder erzeugen. Und dann haben wir auch Schild Level 5000. Schießt er einfach. Warum schießt er eigentlich auf das Schiff? Da ist niemand drin, aber egal. Wenn es euch Spaß macht. So, Leute, dann machen wir nun einen kleinen Cut, Leute. Bis zum nächsten Mal hier von Advent Rising. Bis dahin, haut rein. Ciao.